Hallo Freunde auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch ein Video mit dem Aquapark mit Rutschentuber. Also hier ist ein Mann in einer Badehose, die ist orange-schwarze Haare. Dann fange ich mal mit dem zweiten Männchen an. Hier haben wir eine Bademeisterin oder auch eine Badefrau, wo gerade badet. Bloß, dass jetzt im Moment kein Wasser drin ist. Ja. Aber wenn man die rutschen möchte, kann sie hier drauf so. Und dann landet man hier direkt im Wasser. Ja. Und hier ist eine Krake, die kann man drehen. Wenn es sind, da haben wir gestern oder so Wasser rein. Ja, und da ist so ein bisschen was geblieben. Hier sieht man noch die Wasserspuren. Und da haben wir gestern eins drinnen. Ja. Und hier ist noch ein Mädchen im Bikini, gelbe Haare. Und wenn man hier rutschen möchte, muss man es so machen. Das ist jetzt auch der Raftingreifen. Nehm den habe ich jetzt nicht. Mach das nochmal. Okay. So. Das mache ich jetzt mal mit dem Mann. Stehen geblieben. Manchmal bleibt. So, jetzt ist er gerutscht. Und hier haben wir eine Palme. Hier, wenn man hier. Und hier ist noch ein Rettungsring. Hier kann man hochklettern. Da führt eine Leiter hoch. Ja, und das und Wichtigste. Hier ist noch ein Rettungsring. Schwimmreifen, wenn jemand nicht schwimmen kann und der ist gerade am Ertrinken, dann kann man denjenigen retten mit dem Rettungsring da. Da ist er. Das kann man drehen, so wie man es haben ja. möchte. Und hier ist er. Den kann man hier auf allen Seiten hinklemmen. Nicht auf allen, nur auf solchen Dingen da. Auf solchen. Ja. Habe ich hier gemeint. Und dann kann man entweder, kann man praktisch, wenn das hier gleich hier drinnen wäre, weil wenn da jemand ertrinken aber würde. Aber wenn da Wasser drinnen ist. Ja, das ist keine gute Idee, da hast du recht. Dann muss man das vielleicht so dann machen, oder? Ja. Aber vielleicht hier. Besser wäre es, wenn es so ist. Aber hier ist die Riesenkrake. Meine Schwester macht das nochmal. Hier ist die Riesenkrake. Die kann man rausnehmen. Hier sieht sie hier aus. Ja, ist ein Wasserdurchfluss. Die tut man hier draufstellen. Bis es Klick macht. Die kann man hier. Manchmal muss man es so drehen, bis die richtig sitzt. Ja. Und dann kann man die drehen. Und hier ist das Wasser wie von gestern. Ne? Das ist so. Ein bisschen draufgeblieben, weil das haben wir nicht abgedrungen. Ich wollte noch was sagen. Und zwar, hier ist ein Schild, ein verbotenes Schild. Das bedeutet, zum Beispiel, da darf man nicht mit Schwimmvögeln gehen. Hier ist eine Leiter, da kann man hochsteigen. Und hier ist eine Ampel, eine kleine. Die Ampel sagt jetzt gerade grün, dass man rutschen darf. Jetzt sagt sie rot. Und hier ist noch der. Hier kann man auch noch rutschen mit dem Rutschen. Jetzt sagt die Krake rot. So. Hier ist nochmal so ein Stoppschild. Man darf nicht essen und trinken dabei haben. Und hier auch nicht mit Schwimmen. So, und das kann man drehen. Wie man es haben möchte. Ja. Und hier ist die Ampel. Die Ampel kann man drehen. Jetzt zeigt die Ampel gerade grün und jetzt zeigt sie rot. Rot. Das ist eben sozusagen eine Ampel. Hier haben wir die Palme, wo ich ja schon vorher gesagt habe. Das ja, mit Erde. Hier ist ein brauner Stamm, mache ich mal ab. Die kann man. Vorsicht. So, und hier, das ist hellgrün. Hier sind rote. Kokosnüsse und das ist dunkelgrün. Kann man auch wieder dran stecken. Und so, jetzt ist es wieder drinnen. Und was ich am coolsten finde, ist die Riesenrutsche. Sag mal, was du. Da kann man nämlich mit dem Raftingreifen rutschen. Der hängt ja hier hinten. Ich habe nur vorhin den Namen nicht gewusst. Mach ich mal ab. Aber was. Hier ist der Raftingreifen. Was ist eigentlich deine Lieblingsstation bei den Aquapark? Mit dem Raftingreifen hier runter zu rutschen. Okay, auch mit dem Raftingreifen. Hier ist nochmal der ganze Aquapark aus und der hier, Nähe. Und hier kann man auch noch so rutschen. Mit dem Reifen geht es natürlich besser. Und wenn ihr auch Lieblingsstationen habt, hier ist nochmal der ganze Aquapark. Schreibt uns doch fleißig in die Kommentare. Ja, in die Kommentare schreiben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Hier ist noch ein bisschen Wasser drinnen bei dem Mann. Hier drinnen noch ein bisschen Wasserspuren. Ja, das vom Wasser. Das trocknet aber wieder, ne? Das trocknet nach einer Stunde sowas wieder.
den Reifen prüfen. Und hier kann man klettern, wie gesagt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert unseren Kanal. Dann macht einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.